Willkommen zurück zu Video 2 dieser kleinen Videoreihe zum Gefühl, nichts zu können. Und in diesem Video wollen wir, nachdem wir das Phänomen in Video 1 etwas näher beschrieben haben, uns einmal seine genauen Gründe anschauen, die genauen Gründe dafür, warum das Gefühl überhaupt bei dir auftritt. Und eins vorab, das Gefühl, nichts zu können, ist ein Zeichen von gesunder Metakognition und hohem Reflexionsgrad, also genau das, was du benötigst, um überall im Leben erfolgreich zu sein. Für sein Auftreten kann es neben zu geringem Selbstvertrauen und damit einem unrealistischen Selbstbild noch einige weitere Gründe geben, von denen uns aber nur der nächste wirklich zu interessieren braucht. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, lassen sich die Umstände nicht einfach in Ursache und Wirkung einteilen. Sie bilden vielmehr ein Wechselspiel. Wer nur einen Bruchteil der nötigen Rechtskenntnisse erworben hat, ist nicht imstande zu erkennen, wie viel er noch zu lernen hat. Erst wer richtig tief in ein Fach oder Thema eingestiegen ist, merkt, wie umfassend es ist. Oh, ich habe Lücken. Solltest du dir also in allen Pflichtfächern die gesetzlichen Grundstrukturen der zentralen Normen angeeignet haben und zudem etwas mit den wichtigsten ungeregelten Instituten anfangen können, wie zum Beispiel im Strafrecht der Erlaubnis Tatbestandsirrtum oder im Zivilrecht der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und im öffentlichen Recht vielleicht die Weigerungskompetenz des Bundespräsidenten. Wenn du das getan hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Do smart people underestimate themselves? Unterschätzen smarte Menschen sich? Yes, ja. Paradoxically, for many people, the more domain expertise they acquire, the less confidence they have. Paradoxerweise haben viele Menschen desto weniger Selbstvertrauen, je größer ihre Expertise in einem bestimmten Bereich ist. Experts have greater metacognition on their particular subject. They know what they don't know, so to speak, and are able to see complexities that a person with only a little knowledge in that area would overlook. Expertinnen und Experten haben eine starke Metakognition mit Blick auf ihr Feld. Sie wissen sozusagen, was sie nicht wissen und sind in der Lage, Komplexitäten zu erkennen, die eine Person mit nur sehr begrenztem Wissensschatz übersehen würde. As a result, they tend to be more aware of any knowledge gaps or weaknesses they may have. Infolgedessen neigen sie dazu, sich ihrer Wissenslücken und Schwächen eher bewusst zu sein. Gut, jetzt wissen wir auch, welche Gründe es dafür geben kann, dass du das Gefühl hast, nichts zu können. Im dritten Video dieser kleinen Videoreihe werden wir uns jetzt die Risiken und Nebenwirkungen anschauen. Also einmal überlegen, welche negativen wie auch positiven Effekte kann dieses Gefühl eigentlich haben. Wie kann das vielleicht deine Prüfungsvorbereitung hindern oder tatsächlich auch fördern? Bis gleich.